Herr Kollege Rindersbacher, Sie haben noch etwas Zeit gewonnen. Der Kollege Dün unterstützt Sie und hat sich zu einer Zwischenintervention gemeldet. Vielen Dank für Ihren Applaus, Herr Kollege Dün. Lieber Kollege Rindersbacher, Sie wissen, dass ich mich immer freue, wenn ich Sie treffe und Sie höre. Auch das mit der vernünftigen Lohnerhöhung für das arbeitende Volk. Bin ich ja immer bei Ihnen, habe ich oft genug mit Ihnen gesprochen. Das große Problem ist doch, dass die Lohnerhöhung, die wir immer wieder jetzt oder per Mufti anfordern, dass wir sagen, der Mindestlohn muss erhöht werden um so und so viel. Das Problem ist, dass von diesem Mindestlohn mit den Abgaben für den Arbeitgeber nur 30% und drunter übrig bleiben für den Arbeitnehmer. Wir müssen hinkommen, dass wir die Steuerprogression anhalten, die Sozialversicherungsprogression anhalten, dass wir die Krankenversicherungsprogression anhalten und dann einen Mindestlohn netto oben drauf setzen, damit die Leute endlich wieder was davon haben. Das kostet den Arbeitgeber auch mehr, aber da bin ich auf Ihrer Seite, da wäre ich dabei. Nur es muss beim Arbeitnehmer ankommen. Alles andere ist Käse. Das klingt fast schon nach einem Angebot einer künftigen gemeinsamen Bundesregierung, Herr Kollege Dün. Denn eines ist klar, die SPD will mit Vizekanzler Olaf Scholz definitiv